Ja, es ist wirklich überraschend. Heute um 16 Uhr kam ja erstmalig die große Runde mit 91 Politikern zusammen. Die 18 Arbeitsgruppen haben jeweils 20 Minuten lang berichtet. Das Ganze war überraschenderweise schon um 21.45 Uhr beendet. Danach hat die Union noch mal zusammengesessen zu einer Besprechung. Und um 22.15 Uhr war das Willy Brandt-Haus hinter mir fast leer. Und das ist überraschend, denn wir alle haben mit einer sehr langen Sitzung heute gerechnet. Ich hatte die Möglichkeit, mit mehreren Teilnehmern aus den drei Parteien zu sprechen. Insgesamt herrschte eine durchaus große Zufriedenheit, weil man sich in den meisten Bereichen heute schon geeinigt hat, so heißt es. Und der ein oder andere hat dann zu verstehen gegeben, dass es ungefähr 3 bis 4 große Knackpunkte gibt. Unter anderem die beiden, die auch heute Morgen schon als Knackpunkte identifiziert wurden, die sachgrundlose Befristung. Da war aus der Arbeitsgruppe zu hören, da ist man noch nicht weitergekommen. Da ist ja der Vorschlag von Unionsseite, dass diese sachgrundlosen Befristungen vor allen Dingen im öffentlichen Dienst Fuß greifen und dass man erst mal dort seine Hausaufgaben zu machen habe, vor allem die Kettenverträge im öffentlichen Dienst eben abschaffen solle. Das reicht der SPD in der Form nicht. Da wird also noch gerungen und das ist ja ein wichtiger Bereich, denn der SPD-Parteitag hatte den SPD-Verhandlern ja aufgegeben, hier einen Erfolg mitzubringen. Ja, und der zweite Bereich, das ist die Frage Zweiklassenmedizin. Da wird heftig gerungen. Da ist man in Nuancen, so ist zu hören, aufeinander zugegangen. Aber grundsätzlich gibt es da noch keine Einigung. Und der dritte Bereich, den der SPD-Parteitag den Verhandlern mit auf den Weg gegeben hat, das ist ja die Frage Familiennachzug. Da hieß es gestern schon aus der Arbeitsgruppe Migration. Hier würde die SPD gerne das Paket wieder aufschnüren. Es war ja verabredet worden, insgesamt 180 bis 220.000 Flüchtlinge sollen im Jahr nach Deutschland kommen, einschließlich des Familiennachzuges. Und das ist die Haltung der Union gewesen. Das wollten einige SPD-Politiker heute wieder aufschnüren, weil sie gesagt haben, wir wollen keine feste Obergrenze im Sinne von 220.000. Das hat aber keine Mehrheit gefunden und dann hat die SPD beigegeben. Und wir wollen uns mal anhören, was Ralf Stegner, der Verhandlungsführer in dieser Arbeitsgruppe, eben dazu gesagt hat. Und anschließend haben wir ihn noch Peter Altmaier dran geschnitten, den Finanzminister, der etwas zu den gesamten Gesprächen gesagt hat. Wir haben das Papier ja geeint gehabt. In der Substanz war es komplett geeint. Und da gab es die Frage, ob wir nochmal uns mit der Formulierung beschäftigen. Die Formulierung war auch beim Sondierungsgespräch ja schon eine, die deskriptiver Natur ist. Will heißen, wir beschreiben, mit welchen Flüchtlingszahlen wir rechnen. Trotzdem hatte das ja damals zu einer Öffentlichkeitsarbeit gegen uns geführt, so nach dem Motto, die SPD hätte angeblich eine Obergrenze akzeptiert. Das haben wir nicht. Der letzte Text war auch schon in Ordnung. Die Unionsführung von CDU und CSU hat diesmal zugesagt, auf diese Art irreführende Öffentlichkeitsarbeit zulasten der SPD zu verzichten. Dann muss man sich nicht an Formulierungen verkämpfen. In der Sache bleibt es dabei, dass für die SPD die Genfer Flüchtlingskonvention und das Asylrecht nicht begrenzbar ist, nicht begrenzt wird. Und insofern bleibt es bei einer deskriptiven Festlegung. Ansonsten hatte sich die Arbeitsgruppe Migration verständigt in der Sache. Und deswegen hat das auch in der großen Gruppe heute dann zu einer Einigung geführt. Wir haben uns ja auch nicht über die Formulierung beschwert, sondern dass die missinterpretiert worden ist zulasten der SPD. Es ist zugesagt worden, dass das diesmal unterbleibt. Normalerweise muss ich sagen, wer die Sätze sich anguckt und Deutsch versteht, der weiß auch, dass es deskriptiv ist. Ich habe mal Deutsch studiert, also insofern kann da als Experte helfen, wenn es nötig ist. Jedenfalls ist es insgesamt so, es bleibt eine deskriptive Feststellung, was die Flüchtlingszahlen angeht und keine normative Begrenzung, die hätte die SPD auch nicht mitgemacht. Wir haben uns da geeinigt, das ist gut. Das ist ja, wie Sie wissen, ein langjähriger Wunsch der Sozialdemokraten gewesen, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Da haben wir uns auf die Eckpunkte verständigt. Es wird es also in der nächsten Legislaturperiode geben, immer für den Fall, dass eine Koalition gebildet wird natürlich. Aber da sind unsere Vorstellungen vollständig erfüllt. Heute waren Sie sehr gut, weil wir sehr viel für Familien, für Bildung, für die neuen Zukunftstechnologien erreicht haben. Und wir haben sehr hart gearbeitet. Morgen geht es weiter. Es liegt noch ein sehr schweres Stück Weg vor uns, aber wir machen es mit Optimismus und wir wissen, dass Millionen von Menschen darauf warten, dass wir uns einigen und dass wir diese Chance nicht vergeben.
Peter Altmaier, der geschäftsführende Finanzminister und Bundeskanzleramtsminister. Und ich habe deshalb ihn als Finanzminister angesprochen. Denn eins ist klar, das wurde hier auch vorhin noch gesagt, dass es bei den Finanzen noch mal spitz gerechnet werden muss. Auch im Bereich der Kommunen gibt es noch Dissens. Und beim Geld, wie gesagt, da muss man sich noch einigen. Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, war der Letzte, der hier das Haus verlassen hat. Und wie das so üblich ist in der Zentrale der Partei, in der die Verhandlungen sind, der Generalsekretär gibt am Schluss ein Gesamtresümee. Und das tat Lars Klingbeil vor wenigen Minuten. Schönen guten Abend. Wir haben heute hier im Willy Brandt-Haus die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Heute hat das Klausurwochenende begonnen. Wir haben intensiv die ganze Woche in Arbeitsgruppen vorbereitet und haben heute eine lange, intensive Sitzung der Hauptverhandlungsgruppe gehabt. Heute Nachmittag begonnen bis tief in den Abend rein. Ich kann sagen, wir sind heute große Schritte vorangekommen. Wir haben beispielsweise ein riesiges Paket gegen Kinderarmut geschnürt. Wir werden in Deutschland Kinderarmut konsequent bekämpfen. Wir haben über die Qualität in den Kitas geredet, über den Einstieg in die Gebührenfreiheit. Das waren wichtige Punkte, die wir heute beraten haben. Wir haben allerdings auch gesehen, es gibt Themen, bei denen wir auseinanderliegen. Also die entscheidenden Tage liegen jetzt vor uns. Wir gehen jetzt in inhaltliche Themen rein, wo wir noch Konflikte haben. Das Thema Wohnen beispielsweise. Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik gibt es Punkte, die wir klären müssen. Und wir werden jetzt morgen Mittag im Konrad-Adenauer-Haus weiterreden und werden dann sehen, ob wir bei diesen Themen auch vorankommen. Soweit von mir. Herzlichen Dank. Ja, morgen Mittag um 12 Uhr geht es dann in der Runde weiter. Vorher, so hören wir, treffen sich die Parteien, aber auch die drei Parteivorsitzenden bereits, um die kritischen Punkte schon mal zu besprechen. Das Tempo ist sehr hoch. Man kann heute Abend ein sehr optimistisches Gefühl haben, aber vielleicht trügt das auch. Der eine oder andere, der hier rausging, hat gesagt, also der Teufel steckt natürlich im Detail. Und es gibt überall so kleine Hürden, die man nehmen muss, aber im Prinzip eben in drei, vier großen Bereichen. Ich hatte sie schon angesprochen und Lars Klingbeil hat jetzt noch den Bereich Mieten und Wohnen dazu gebracht. Da hat es gestern Abend schon ziemlich gescheppert. Da geht es zum Beispiel um die Frage nach Sanierung, wie viel davon hinter die Mietsteigerung für einen Mieter sein soll. Da kämpft die SPD für eine Verbesserung der Mietersituation. Da hat man sich ideologisch, so ist zu hören, ein bisschen festgefahren auf beiden Seiten. Also mal sehen, wie das gelöst werden kann. Gelöst wurden einige Probleme schon im Vorfeld, unter anderem am späten Nachmittag der Bereich Familie. Und die drei Verhandlungsführerinnen traten hier am Nachmittag vor die Presse. Wir haben gute Ergebnisse zusammengebracht, nämlich ein wirklich starkes Paket für Familien, für Kinder in unserem Land. Wir stärken Familien dort, wo sie Entlastung brauchen. Und das tun wir mit der Einführung und einer Erhöhung des Kindergeldes um 25 Euro in dieser Legislaturperiode. Wir starten im nächsten Jahr damit und wir werden den Kinderfreibetrag auf das entsprechende Niveau anheben. Das ist ein wichtiges Signal, denn damit fördern wir Familien in der Breite in unserem Land. Wir haben auch die Familien im Blick, die es schwer haben, insbesondere die mit niedrigen Einkommen. Und deshalb wollen wir auch hier einen besonderen Beitrag leisten, Kinderarmut zu bekämpfen und erhöhen den Kinderzuschlag. Wir helfen Familien damit, dass sie aus der Hilfebedürftigkeit herauskommen und stärken die Erwerbsbeteiligung. Das ist uns wichtig. Vereinbarkeit von Familie und Beruf prägt den Lebensalltag der meisten Familien in unserem Land. Und genau diesen Lebensalltag wollen wir erleichtern. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir die Kinderbetreuungsinfrastruktur, das Angebot in der Breite, aber auch in seiner Vielfalt erweitern und stärken. Und deshalb unterstützen wir den Kita-Ausbau im Land. Wir helfen insbesondere Familien mit Kindern im Grundschulalter, dass auch hier ganztägig Betreuung stattfinden kann und führen einen Rechtsanspruch ein. Aber nicht nur Betreuung durch Infrastruktur ist uns wichtig, sondern auch ganz konkrete Hilfen für die Familien, wenn es um die Bewältigung der haushaltsnahen Dienstleistungen geht. Und deshalb werden wir einen Gutschein einführen, der Familien in unserem Land hilft, auch hier konkrete Hilfen im Haushalt zu erhalten. Wir schützen Kinder. Wir schützen Kinder im analogen Leben, im realen Leben.
indem wir das Kinder- und Jugendhilferecht reformieren werden. Das wird ein ganz breiter Beteiligungsprozess. Da geht es um Fragen wie Pflegeelternschaft, aber auch Unterstützung in der eigenen Familie. Und wir werden auch im Jugendmedienschutz große Schritte tun. Unser Medienschutz ist immer noch auf dem Stand der Homepages. Unser Medienschutzrecht, unser Jugendmedienschutzrecht weiß noch gar nicht, dass man bei Spielen, bei Computerspielen zum Beispiel, inzwischen auch Chatfunktionen hat. Und deswegen sind solche Phänomene wie Cybergrooming, also Angraben übers Netz oder auch Mobbing im Netz, noch nicht genügend gesetzlich abgedeckt. Da werden wir den Kinderschutz deutlich verstärken. Wir werden auch viel für die Gleichstellung erreichen. In der letzten Legislaturperiode haben wir das vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft getan. Wir werden uns jetzt konzentrieren, zum einen auf den öffentlichen Dienst, wo wir auch Quoten einführen für die Führungspositionen, aber vor allen Dingen auch im Bereich von Kunst und Kultur, im Bereich von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Bildung. Wir werden also mehr in die Breite gehen, sozusagen. Ich denke, heute ist ein guter Tag für die Familien in unserem Lande. Ich freue mich sehr, dass wir ein wunderbares Paket zur Unterstützung unserer Familien schnüren konnten. Zunächst finanziell 25 Euro pro Kind pro Monat. In dieser Legislaturperiode wollen wir verwirklichen. Das ist etwas, womit die Familien in unserem Lande gut leben können. Wir wollen aber auch die Infrastruktur ausbauen. Wir haben ja 3,5 Milliarden Euro dafür vorgesehen, dass die Ganztagsbetreuung bei uns im Lande ausgebaut wird und die Qualität auch der Kinderbetreuung erhöht wird. Auch das, finde ich, ist eine gute Nachricht für die vielen Eltern, die tagtäglich in die Arbeit gehen und sicherstellen müssen, dass ihre Kinder gut untergebracht sind. Und ich freue mich auch, dass wir den Anspruch auf Ganztagsbetreuung durchgesetzt haben. Also wir wollen, dass während der Grundschulzeit auch Eltern einen Anspruch darauf haben, dass ihre Kinder gut betreut sind. Auch dafür werden wir von Bundesmitteln zur Verfügung stellen. Also alles in allem glaube ich, dass wir heute wirklich viel für unsere Familien in ihrer Breite bei uns im Lande getan haben. Und für uns in der CSU ist es wichtig gewesen, dass wir nicht die Eltern, die Familien bevormunden. Jeder soll seine Lebensgestaltung so machen, wie er das für richtig hält. Aber die Unterstützung durch den Staat, durch das, was wir eben in Sachen Infrastruktur und auch finanzielle Unterstützung leisten können, darauf haben wir uns heute verständigt. Und ich glaube, das ist ein schönes Ergebnis auch für die vielen Beratungen, die wir jetzt über viele Tage, Stunden hier auch vollbracht haben. Also ich bin heute sehr, sehr glücklich, dass wir zu diesem guten Ergebnis gekommen sind und hoffe in Richtung der SPD, dass die Mitglieder das dann auch entsprechend honorieren werden und die Familien im Lande entsprechend unterstützen. Vielen Dank. Ja, Frau Niebler spricht es an. Alles ist unter dem Vorbehalt am Schluss natürlich des Mitgliedervotums der SPD. Das wird ja noch folgen. Und interessanterweise ist es so, dass in den nächsten 2 oder 3 oder 4 Tagen dann auch noch die Ressorts verteilt werden unter den drei Parteien und auch die Ressortzuschnitte. Und wenn man die dann erstmal weiß, dann sollen die SPD-Mitglieder abstimmen. Das wird sicherlich spannend werden, denn dann wird natürlich sofort die Spekulation losgehen. Wer wird was? Da geht es ja nicht nur um Martin Schulz, sondern unter anderem hat sich Sigmar Gabriel heute zu Wort gemeldet und gesagt, er würde eigentlich gerne Außenminister bleiben. Es ist kein Geheimnis, dass Martin Schulz diesen Posten eigentlich ebenfalls anstrebt und das wird noch ein schönes Gezerre geben. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, denn vor 4 Jahren ist die SPD diesen Weg nicht gegangen, hat die Ressortverteilung nicht zur Abstimmung gestellt für die Mitglieder. Diesmal tut man das. Es ist ein zusätzliches Risiko, was man da natürlich geht und viele sagen hier im politischen Berlin, diejenigen, die hier verhandeln, die wollen diese große Koalition. Aber was will die Basis der SPD? Und da lässt sich keine genaue Voraussage treffen. Die neuesten Umfragen jedenfalls sehen ja nicht rosig aus für die beteiligten Parteien hier, CDU, CSU und SPD. Und insofern scheinen Neuwahlen nicht der ideale Weg. Aber ob das die 440.000 Mitglieder der SPD am Schluss auch so bewerten, das wird sicherlich auch darauf ankommen, was in
diesen übrig gebliebenen 3, 4 Knackpunkten und auch bei den finanziellen Zusagen im Bereich A oder B dann noch rauskommt und wie die SPD sich dort dann vor den Mitgliedern präsentieren kann. Alles in allem heute ein überraschend schnelles Ende. Ist das nun ein gutes Zeichen oder kann man es interpretieren, dass die Großkoalitionäre, die künftigen, hier ermattet schon nach Hause gehen? Wäre ja kein Wunder, zumindest von Seiten der Union nach 4,5 Monaten Verhandlungen. Die SPD ist noch nicht ganz so lange dabei. Aber man kann natürlich auch sagen, die meisten Bereiche sind eben ganz gut geeint. Man hat fleißig gearbeitet. Nach wie vor sind es wohl zu viele Seiten, habe ich gehört, dass das Werk dann am Schluss zu groß wird. Das kritisiert vor allen Dingen die Bundeskanzlerin, die das etwas straffer haben will. Aber das wird am Schluss alles sich sicherlich rütteln, wenn man die großen Probleme dann auch noch vom Tisch gekriegt hat. Ob das dann am Sonntag der Fall ist oder vielleicht am Montag, werden wir sehen. Und damit zurück zu Stefan Kulle. Ja.